Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir 24 verschiedene Lippenprodukte testen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den ersten Lippi werde ich mit euch zusammen auftragen und die anderen seht ihr dann quasi in der Einblendung. Das habe ich nämlich jetzt quasi in der Vergangenheit gemacht. Und ich starte mit einem, der halt farblich passend zu meinem Oberteil ist. Und das ist von Rituals der Miracle Lip Gloss in der Farbe Sunset Pink. Das ist dieses Schätzelein, das war in so einer Rituals Mystery Box mit drin. Und ich finde die Farbe wirklich grenzwertig. Die hat so einen Schwämmchen-Applikator und das tragen wir gleich zusammen auf. Ich habe 12 Drogerie-Produkte, Liquid Lipsticks, Lipglosse, Lippenstifte, Liptüdelü und 12 High-End-Lippenprodukte mit euch zusammen ausgetestet. Einfach nur so, ne? Und unten in der Infobox findest du die ganzen Links zu den ganzen Produkten. Ich mache dieses Video zum einen, um euch so ein bisschen durch meine Sammlung zu führen. Ich habe natürlich noch ein paar mehr, das heißt, es wird noch weitere von diesen Videos geben. Und zum anderen einfach, um auch ein Stück weit auszusortieren. Ne? Also wenn ich dann quasi einen Lippi habe, der mir gar nicht gefällt, dann wird er aussortiert. Kann also sein, dass ich vielleicht nicht nur 24, sondern mehr Lippenprodukte in diesem Video habe. Aber ich habe meinen 24er Tray jetzt quasi voll mit den Produkten, die ich aus... Egal. Ich trage mal den hier mit euch zusammen auf. Da habe ich halt so einen Schwämmchen-Applikator und das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Man drückt hier, dass das Produkt vorne ein bisschen rauskommt. Ich beginne meistens mit meinem Lippenherz tatsächlich. Und egal, ob ich das mit Lipgloss oder Liquid Lipstick oder mit Lippenstift mache, meistens tatsächlich oben Lippenherz. Da fange ich an. Und ziehe das dann so seitlich runter und bewege meinen Mund dabei. Ihr habt es jetzt ja gerade gesehen, ne? Und weil das hier ein Lipgloss ist, habe ich mir gedacht, dass ich da keinen Lipliner für brauche. So, wenn ich das hier oben dann, jetzt ist der Lipgloss grob aufgetragen habe, mache ich den hier. Und gehe damit quasi bis zum vordersten Rand meiner Unterlippe. Genau, also ich drücke meine Oberlippe auf meine Unterlippe und im Prinzip bin ich, wenn ich Lipgloss auftrage, so schon fertig. Man kann jetzt noch ein bisschen nachkorrigieren. Das mache ich erstmal so in der Mitte und ziehe das dann so nach außen. Ich habe auch gehört und gesehen, dass man das auch super gut machen kann, wenn du von hier halt startest, ne? Weil du dann deine Lippenform halt schöner hinbekommst. Macht bei mir bei Lipgloss jetzt nicht so viel Sinn, weil der nicht so deckend ist. Wenn ich einen richtig deckenden Liquid Lipstick habe oder einen deckenden Lippenstift, mache ich das auch ganz gerne, dass ich quasi hier am Rand anfange, am Mundinnenwinkel und das dann quasi nach innen ziehe, damit ich halt eine schönere Lippenkontur bekomme oder eine schönere Lippe, genau. Aber das hier wäre jetzt tatsächlich dann einmal der erste Lippi, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja, ich denke auch, dass ich das Video 24 Lippis nennen werde, weil das ja aus allen möglichen verschiedenen Kategorien ist. Und es ist halt ein Gloss, ne? Also der wird jetzt nicht Ewigkeiten halten, aber er passt zum Oberteil. Ich mag ihn leiden und ja, jetzt seht ihr die ganzen anderen Lippenprodukte. Auf meinen Lippen habe ich von Belle Hypoallergenic den Melting Moisture Lipstick. Das ist dieser hier in diesem schönen Nude-Ton. Ich glaube, dass es die Nummer 03 ist. Und das ist einer, der mich von der Optik her auch ein bisschen an die ganz regulären Colourpop-Lippenstifte zum Beispiel erinnert, weil der so zum Hochschieben ist oder zum Hochdrehen vielmehr. Und ja, das ist ein schönes Nude. Hier habe ich jetzt auf meinen Lippen ein Lip Plumping Serum von Love. Und zwar ist es der Lip Volumizer Plumping Serum Gloss. Das ist dieser hier. Ich glaube, den gibt es nicht in unterschiedlichen Farben. Der dürfte im Love Adventskalender mit drin gewesen sein. Ist im Prinzip wie ein Lipgloss. Nö, doch Nummer 201. Ich finde den ganz schön. Ne? Also der macht so sehr, sehr nudige, sehr, sehr helle Lippen. Aber so für mal eben so drüber machen, finde ich den ganz in Ordnung. Ein bisschen hat man ein klebriges Gefühl, aber das ist nicht so, dass es Fäden zieht oder weiß Gott, wie zueinander zusammenklebt. Deswegen, also für so mal eben drüber, finde ich den eigentlich ganz gut. Oder wenn man den halt so solo auf den Lippen trägt. Ja. Hier sehen wir getragen den Alcina Lip Glow in der Farbe
Bold Nude 020, das ist dieser hier, hatte ich mal in einer Box mit drin. Ich finde bei dem halt sehr, sehr interessant, dass er das Ganze sehr, sehr kühl macht und er macht halt sehr weiße Zähne und das ist ein schöner Lipgloss, der sich angenehm anfühlt und den ich richtig gerne mag. Heute trage ich einen Lippenstift von Maybelline und zwar ist das die Nummer 376 Pink For Me. Das ist dieser hier und die Farbe ist richtig schön. Ich mag den. Der hat auch so leichte Schimmerpigmente noch mit drin und der gibt dem Ganzen noch so ein ganz anderes, weiß ich nicht, Feeling. Es fühlt sich angenehm auf den Lippen an, hat sich schön auftragen lassen, ist relativ satt auch von der Farbe her, aber dennoch zurückhaltend von der Farbe an sich. Also die Farbe an sich ist jetzt nicht so super aufdringlich, aber hat so was leicht pinkes, moviges mit drin und das mag ich gerne. Also das ist ein schöner, ja auch tatsächlich jeden Tag Lippenstift. Heute ist mal wieder Homeoffice-Style angesagt, deswegen habe ich auch sehr entspannte Lippen, sage ich mal, zurückhaltende Lippen. Und da habe ich von L'Oreal den Color Rouge in 233 Boreal Taffeta. Das ist dieser hier. Hat einen schönen goldenen Schein mit dabei, ist leicht Rosenholz, rosafarben, aber nicht zu intensiv und halt ne, sehr tragbar, sehr zurückhaltend und eine richtig schöne Farbe, wie ich finde. Heute trage ich auf meinen Lippen ein Pitaya Plump Lippenstift von L'Oreal. Genau, ich glaube, der heißt ja Colorish Shine, einfach Pitaya Plump. Das ist dieser hier. Und der hat auch wohl irgendwie so ein bisschen was Minziges mit drin. Der sieht richtig gut im Sommer aus, so richtig gebräunte Haut und so. Jetzt ist das ein bisschen sehr, sehr pinky flinky, wenn ich das mal so sagen darf. Aber irgendwie hat er was und deswegen möchte ich den halt auch echt gerne behalten. Jo, genau. In irgendeiner Limited Edition von Alverde war dieser wunderschöne Lippenstift drin und das ist die Farbe 20 Tourmalin. Und auf den Lippen kommt der meiner, also ne, bei mir tatsächlich, rosafarbener rüber, als er auf dem Punkt hier vermuten lässt, was ich aber nicht schlimm finde, weil ich das sehr schön finde. Was ich vor allem richtig feiere, ist die Form von dem Lippenstift an sich, weil das so geformt ist wie ein Edelstein tatsächlich. Und damit kann man so schön malen, eben weil das so eckig ist, komme ich sehr schön ans Lippenherz und kann das schön präzise runterziehen oder eben, je nachdem von welcher Seite ich arbeite, ne, von unten nach oben oder von oben nach unten. Und ja, ich finde den richtig toll. Ist jetzt natürlich nicht super langanhaltend oder so. Ist ein angenehmes Gefühl auf den Lippen und ich mag einfach auch sehr gern die Farbe, ne? Heute wird es ein bisschen beerig pink und da habe ich hier von Manhattan den Moisture Renew Lipstick in der Farbe 900 Crystal Berry. Das ist dieser hier und ich mag den. Auch fühlt sich angenehm auf den Lippen an. Der ist so wirklich Moisture Renew, also der spendet Feuchtigkeit, ist so ein Zwischending zwischen Lippenstift und Lippenbalsam, würde ich sagen. Und der hat auch so ein bisschen Sparkles mit dabei. Ich mag den richtig gerne und man spürt ihn kaum auf den Lippen. Sehr angenehm. Hier sehen wir auf den Lippen von Essence den Semi-Shine 101 My Choice Lippenstift. Und das ist so ein bisschen My Lips but better, but cooler, but brauner. Genau, ich mag den ziemlich gerne. Ist natürlich vom Finish her nicht so lang haltbar oder sonst irgendwas. Der ist sehr angenehm auf den Lippen, sehr leicht, sehr gefällig, sehr deckend, sehr... Ich mag den tatsächlich. Ja, ne? Auf jeden Fall eine schöne Lippenfarbe, die man im Prinzip auch zu jedem Look tragen kann. Und ja, hier haben wir dann einmal die Lippenfarbe. So sieht es aus. Genau. Semi-Shine 101 My Choice. Ist eine richtig, richtig tolle Farbe, ne? In der Farbe Pinch trage ich von Beauty Bay oder by Beauty Bay diesen Lippenstift. Auch das ist so eine sehr gefällige Farbe, macht schöne weiße Zähne und ja, ist für mich auch zu fast jedem Look tragbar, weil die so neutral ist. Also die Farbe ist sehr neutral und das gefällt mir einfach irre gut. Ja, mega einer meiner Lieblinge in der Sammlung. Heute trage ich auf meinen Lippen etwas locker, luftig, leichtes von Catrice und zwar den Powerful 5 Liquid Lip Balm. Das ist dieser hier und den habe ich in der Farbe Luminous Grapes, also quasi
leuchtende Früchte? Oder wie würde man das übersetzen? Ich finde die Farbe super schön. Das ist ein sehr leichtes Produkt, was leicht dunkel eingefärbt ist, aber trotzdem der eigenen Lippenfarbe entspricht, finde ich. Und hier ist enthalten Hyaluron, Vitamin E, Shea-Butter, grüner Tee und Goji-Beere. Und das heißt, du hast hier nicht nur eine Lippenfarbe, sondern auch gleichzeitig eine Lippenpflege. Und das finde ich schön. Sehr, sehr edel sieht dieser Lippenstift aus. Und zwar ist es von Charlotte Tilbury, der Walk of No Shame Lippenstift. Und sehr kaminrot. So, ne? Ich mag den gerne. Der ist auch sehr anschmiegsam, fühlt sich schön auf den Lippen an, schön satt in der Farbe her. Und macht auf jeden Fall direkt einen edlen Look, muss ich sagen. Heute sind wir mal ein bisschen farbenfroher unterwegs, denn luftig leicht fühlt sich dieser Lippenstift von Essence an. Das ist aus der Limited Edition My Power Is. Und meine Power ist er. Denn ich bin ein Zwilling und dementsprechend aus dem Luftkreis, sage ich mal, der Sternzeichen, keine Ahnung. Ist halt so ein krasses Pink irgendwas. Also ja, es ist Pink. Pinker geht's kaum, ne? Es ist richtig, richtig pink. Aber ich mag die Farbe eigentlich ganz gerne, ne? Das kannst du jetzt nicht jeden Tag tragen. Aber wenn du mal Bock auf Farbe hast, ist das eine ganz coole Nummer. Und der ist auch nicht super haltbar. Der fühlt sich aber schön auf den Lippen an. Das ist so ein halbmatter Lippenstift. Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, dieses Lippenprodukt. Nein, das ist ein halbmatter Lippenstift, weil der nicht matt ist, sondern halt eher so cremig. Genau, aber er ist auch nicht super langanhaltend. Also einmal drüber gehen und dann ist er ab. Und das ist halt so ein typischer Lippenstift, der dafür prädestiniert ist, um auf die Zähne zu kommen. Deswegen gucke ich die ganze Zeit, ob ich den Lippenstift auf meinen Zähnen habe. Ja, das ist eigentlich so ein Kandidat, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, ob ich ihn behalten würde, aber weil es halt diese Limited Edition mit meinem Sternzeichen, Kreiszeichen, bla 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 ist, behalte ich den. Und das ist dann halt einfach mal ein Pinker in meiner Sammlung. Richtig shiny, piney und frühlingshaft geil finde ich diesen Lippenstift, dieses Lippenprodukt von The Body Shop Shine Lip Liquid in der Farbe Cherry Gum 004. Das ist dieses Produkt und das hatte ich 2019, glaube ich, im The Body Shop Adventskalender drin. Eine mega krasse Farbe, aber die schreit nach Frühling, obwohl sie im Adventskalender war. Das Applikatorfüßchen ist so ein Loch. Applikator nenne ich die einfach mal, ne? Genau, schaut so aus und ist halt sehr farbintensiv und man braucht definitiv einen Lip Liner dazu, wenn man diesen aufträgt, weil ansonsten der läuft halt sonst sehr, ne? Aber der macht ein sehr schönes, juicy Lips-Ergebnis und ich finde den richtig geil. Heute ist es etwas klassischer, dezenter, sage ich einfach mal, auf meinen Lippen. Und zwar trage ich als Lip Liner den Pillow Talk von Charlotte Tilbury. Und darüber habe ich mir einfach einen Gloss gegeben. Das ist von Dominique Cosmetics, der Peach Tea. Das ist dieser hier. Und das ist ein sehr, sehr angenehmer, leichter Gloss, der sich eigentlich eher anfühlt wie ein Lippenöl. Ich finde den nicht klebrig, also ein bisschen, ne, das ist halt Flüssigkeit zwischen den Lippen. Aber das ist normal, du hast keine Fäden, es klebt nicht. Ich finde den sehr, sehr angenehm und er fühlt sich halt auch irgendwie pflegend an. Ich weiß nicht, ob er es ist. Und ja, den habe ich jetzt drauf und den finde ich schön. Das ist eine tolle Alltagsfarbe, so ein bisschen My Lips by Better. Ja. Ja, mein Lippenstift passt nicht unbedingt zu meinem Look, aber ich finde diese Farbe wunderschön. Und zwar ist es dieser hier von Moonshot. Das ist quasi, das ist ein Liquid Lipstick, aber eher... Ja, Lip Tint, also der ist halt super haltbar. Ich trage den jetzt schon seit einigen Stunden auf den Lippen und der hält und hält und hält. Ich habe damit gegessen, getrunken, geknutscht und ich finde den toll. Das ist dieser hier, den gibt es bei Yes Style. So ein wirklich schönes Rotbraun und ja, ich finde den klasse. Ich habe mir nur außenrum ein bisschen Lip Liner aufgeben müssen. Da habe ich von House Laboratories den in der Farbe Myth genommen. Das ist ja von Lady Gaga, die Marke. Und weil der ansonsten zu sehr nach außen fließen könnte, weil der super flüssig ist. Aber wenn er dann getrocknet ist, ist er sehr haltbar. Also ja, man sieht ein bisschen was, aber es geht noch klar, finde ich. Hier sehen wir einen Lippenstift von Nabla in einem wunderschönen Nude. Das ist der Soft Touch Lipstick in der Farbe Elusive. Schaut so aus
und sieht so auf den Lippen aus. Das ist so ein, ja, leicht rötliches Nude. Ne? Das hat noch ein bisschen Leben mit drin. Ja, aber finde ich sehr tragbar zu sehr, 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 sehr vielen Looks. Heute trage ich auf den Lippen mal ausnahmsweise einen Liquid Lipstick. Und zwar habe ich hier einen von Ofra. Das ist der Long Lasting Liquid Lipstick in der Farbe Story. Und er erzählt seine ganz eigene Geschichte. Denn er hat auch noch so einen leicht gräulichen Unterton, was irgendwie das Ganze so ein bisschen besonders aussehen lässt. Mag ich gerne, auch wenn ich nicht so ein mega Fan von Liquid Lipsticks bin. Der ist sehr deckend, sehr krass unterwegs. Ich persönlich habe da manchmal das Problem mit, dass er mir zu trocken wird, aber ich finde ihn eigentlich ganz schön. Aus der Natasha Denona Limited Edition habe ich diesen wunderschönen Lippenstift heute hier drauf. Das ist der I Need a Nude in der Farbe Amorosa. Das ist halt so ein richtiger brauner Nude-Ton für die Lippen. Finde ich auch mal ganz schön. Diesen Lipgloss kann man auch super schön als Liptopper über einem nudefarbenen Lippenstift aufgeben. Und zwar ist das von Lethal Cosmetics, der in dem Farbton Everything. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man da zu sehr sich was auf die Lippen gibt, dann wirkt es doch sehr gold und sehr metallisch und dadurch gelb. Und dadurch können die Zähne halt auch ein bisschen gelber aussehen. Wenn man das aber nur ganz zart aufgibt, so wie ich das heute drauf habe, ist das eine schöne Geschichte. Ist natürlich nicht so super haltbar, den muss man immer wieder nachtragen. Aber ich finde den ganz schön und angenehm. Der macht, wie ihr seht, auch nicht wirklich Fäden oder so. Mega angenehm, der ist wie ein Lippenöl auf den Lippen. Ganz schön krasse Lippenfarbe heute war. Das ist von Tom Ford einer, den hatte ich glaube ich in einem Adventskalender mal mit drin. Der hat auch so einen leichten, ich weiß nicht, Pink-Einstich auch mit dabei. Deswegen ist es eine ganz kritische Farbe. Die nennt sich, das ist der Ultra Rich Lip Color Rouge à Lèvres Confort in der Farbe 03 Le Mépris. Genau. Und ich finde den zu so einem Look, der relativ nudig, schlicht ist, perfekt. Sehr natürlich schaut dieser Lipgloss aus und das ist von Iconic London, der Lip Plumping Gedönsen Gloss, genau, in der Farbe Love Struck, genau. Der hat auch wirklich so einen leicht Plumping Effekt, weil der so Minzgedönsen hat, aber nur so ein Hauch von, als hätte ich mir gerade frisch die Zähne geputzt. Das ist ziemlich cool und den finde ich echt sehr, sehr tragbar zu sehr vielen Looks, weil man ihn auch einfach kaum sieht und so. Aber ich finde ihn schön, ich mag den. Eigentlich trage ich ja nicht wirklich Liquid Lipsticks, aber ja, die von Banana Beauty sind tatsächlich welche, die ich sehr gerne mag. Also die sind diejenigen, die ich am ehesten tragen würde, sag ich es mal so, weil ich die am wenigsten auf meinen Lippen spüre. Hier habe ich jetzt die Farbe Croco Loco, den hatte ich glaube ich mal in einem Adventskalender mit drin und das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Farbe, so ein schönes Schokobraun. Mag ich gerne. Wenn ich den zu dick auftrage, dann merke ich das direkt. Das heißt, ja, das Produkt warnt mich schon selber im Prinzip und krümelt dann ziemlich. Aber ja, ansonsten hält er jetzt auch den ganzen Tag, ne? Beim Trinken, beim Essen. Der hält und hält und hält. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und das ist es nun schon gewesen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Ja, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!